Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Ich melde mich heute mit dem Video Vollmondbotschaft für den 28. Juni 2018. Also ich nehme das Video jetzt schon am Abend zuvor auf und wir haben morgen den Vollmond in Steinbock. Und dazu habe ich auch ein paar Notizen gemacht, einfach was diese Energie, also der Steinbock, diese Erdzeichen, was uns für den kommenden Mondzyklus so allgemein mit sich bringt, was wir beachten sollen, was wir so als Hinweis erstmal mitgegeben wird von den geistigen Welt, von den Engeln. Und ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und natürlich mich auch verbunden und habe hier eine Legung, worauf ihr in den kommenden Mondzyklus achten solltet. Ich würde hier ein paar Worte kurz dazu sagen, bevor ich mit der Deutung beginne und mit meiner Kristallschale. Also, der Steinbock, also diese Erdzeichen Steinbock, wird uns in den kommenden Zyklus jetzt auch unterstützen, dass wir auf unser gesamtes Leben eine Rückschau, einen Rückblick halten. Und wir können dadurch tief spirituelle Erkenntnisse auch gewinnen. Wenn wir jetzt so zurückblicken, werden wir klar und deutlich Dinge in unserem Leben erkennen und auch wirklich verstehen und auch spüren, wo jetzt Schwierigkeiten und Hindernisse oder Lernaufgaben in unserem Leben sich gezeigt haben. Also ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch die Eigenverantwortung anerkennen, dass wir hier in diese Rolle, wenn wir diese Hindernisse und Lernaufgaben und Schwierigkeiten in unserem Leben erkannt haben, dass wir dafür die Eigenverantwortung übernehmen, diese Aufgaben anzugehen, dass wir etwas verändern und damit so, also in unserem Verhalten, in unserem Denken, in unserem Tun, dass wir etwas verändern, damit wir so weitergehen können. Also den nächsten Schritt in unserem Leben wagen können, in unsere Entwicklungsstufe. Und dadurch, dass wir das erkennen, diese tiefe spirituelle Erkenntnis in uns zulassen, erwacht unsere Seele immer mehr und kommt immer mehr in die eigene Kraft. Und durch diese eigene Kraft können wir also ganz vieles bewegen. Und wir werden auch zu bestimmten Lösungen in unserem Leben hingeführt. Also die Energie des Steinbocks gibt wirklich einen gewaltigen Energieschub auch morgen wirklich in das Ganze. Und mit diesem Energieschub können wir wirklich vieles umsetzen, alles in Umsetzung bringen. Steinbock ist ein Erdzeichen, ist auch wirklich wichtig, dass wir uns auch erden, mit uns mit der Erde verbinden. Und da wir uns mit der Erde verbinden, dann sind wir auch in der Lage, unsere Visionen wirklich in der Umsetzung zu bringen, dies zu manifestieren. Und es wird uns auch ganz viel Erdenkraft gegeben, also das heißt ganz viel Kraft. Und wir besitzen auch ganz viel Potenzial in uns und wir haben auch ganz viel Ausdauer und Willenskraft, unsere Ziele oder Projekte umzusetzen. Und wir können auch jetzt nicht mehr so zur Seite was verschieben, sondern es drängt wirklich nach außen. Es ist wirklich so, was uns bis jetzt bedrückt hat,
Also da muss eine Lösung hin, da muss eine Veränderung hin, da soll ein Erkenntnis hin. Also es geht nicht mehr so in diesem alten, gewohnten Muster weiter. Also es drängt wirklich nach außen und wir bekommen dazu auch den nötigen Power, die nötige Ausdauer, die nötige Kraft, all das wirklich umzusetzen, umzuwandeln. Und wir bekommen ein tiefes Verständnis auf der Seelenebene. Also du wirst auch in deinem Leben bestimmte Situationen, die du immer wieder erlebst, vielleicht klar und deutlich sehen. Und du wirst auch sehen, was nicht mehr zu dir passt und was nicht dein eigenen Ich mehr entspricht. Und du erkennst auch dabei, was dir die Kraft raubt, was dir die Energie raubt. Und all diese Dinge, die dich hemmen, die dir die Kraft rauben und Energie rauben, solltest du jetzt an diesem Vollmond loslassen. Erinnere dich wirklich an deine Ursprungskraft und plane bewusst neue Schritte auf dem Weg, wirklich die zu deinen Zielen führt, ja? Was zu deinen Zielen führt und etwas Neues und Gutes in dein Leben bringt. Also ich biete auch zu dem Vollmond morgen einen Vollmondritual, einen sehr kraftvollen Ritual an. Du kannst das gerne bei mir buchen, du schreibst mir, das, was dich belastet, was du loslassen möchtest, was du im Universum abschicken möchtest. Ich mache diesen Vollmondritual im Garten mit meinen Klangschalen. Und also, wenn du das buchst, wird auch eine kleine persönliche Video, also nochmal zu dir, werde ich zukommen lassen. Ich werde das jetzt nicht auf meinen YouTube-Kanal hochladen. Aber wenn du dieses Angebot buchst, werde ich dir das zukommen lassen. Also dieses Ritual findet um 21 Uhr statt, bis ja so 20 Minuten mit den Klangschalen, und um 21.30 Uhr bis 22 Uhr eine Energieübertragung, und in diese Energieübertragung werde ich auf der Seelenebene arbeiten. Auf der Seelenebene, energetisch mit Reiki, dass du bestimmte Dinge in deinem Leben noch viel intensiver erkennst, dass vielleicht manche Emotionen und Gefühle in dir vielleicht hochkommen, oder dass du eine tiefe Ruhe in dir findest, dass du Frieden schließt in deinem Inneren, ist auch eine Möglichkeit, mit manchen Themen abzuschließen. Ja, begleite ich dich sehr gerne energetisch, und natürlich, jeder bekommt eine Karte als Botschaft für den kommenden Mondzyklus, und dieser Mondritual mit dieser Energieübertragung auf der Seelenebene, also belastende Emotionen oder Glaubenssätze oder Situationen in deinem Leben, was du loslassen möchtest, in Ritualform, die Energieübertragung und die Kartenbotschaft, kostet 36 Euro. Das kannst du sehr gerne über meine Webseite buchen. Du schreibst mir eine E-Mail unter info@reka-bergheim.de. So, ich würde sehr gerne erstmal dich bitten, dass du dich einstimmst, dass du die Augen schließt und auf diesen Mondzyklus dich einfach einstimmst, und dass du hier diese wunderbare zwei violette Kerzen hier anschaust, einmal im helleren Form und einmal im dunklen. Man könnte auch sagen, die
Kronenchakra und das dritte Auge, das ist also sehr dunkelviolett, die eine Kerze. Die habe ich auch intuitiv gewählt für die Transformation. Also Vollmond ist immer sehr, sehr gut, etwas loszulassen. Die Karten habe ich gemischt, ganz intuitiv. Die habe ich nicht gesehen. Die sind so während des Mischens rausgesprungen und so viele Karten, die auch rauskamen, habe ich auch gelassen. Wie du auch siehst, also eine übergeordnete Karte hatte ich und ursprünglich habe ich um 9 Karten gebeten. Es kamen aber hier noch 5 raus. Die habe ich dann aber auch alle gelassen. So, dann stimme dich voll und ganz auf dein Lebensthema oder deine Situation jetzt in diesem kommenden Mondzyklus bitte ein. Schließe die Augen. Ich hoffe, du konntest dich einstimmen und nun bist du bereit für die Botschaften. Bevor ich beginne, schau mal hier. Ich habe erstmal hier eine wunderbare energetische Reinigung hier für uns alle mitgebracht. Und natürlich lasse ich das auch hier in dieses Orakel hineinfließen. Erstmal das hier, also überhaupt alles an der Energien sich klärt und reinigt und auch bei dir, wenn da belastende Energien noch da sind, dass sich alles klärt und reinigt. Und dann habe ich nochmal eine multidimensionale DNA-Spray mitgebracht. Also was in die multidimensionale DNA-Schichten eindringt, ja. Also das heißt wirklich bis auf die tiefsten Ebenen in deine Zellen, in deine DNA, also diese Reinigung stattfinden kann. So, wenn du deine Augen geschlossen hast und dich eingestimmt hast und in diese Energie des Mondzyklus drin bist und bereit bist, dann beginne ich jetzt mit der ersten Karte für dich. So, und die erste Karte, es geht hier auch ganz stark um Selbstfindung bei diesem Mondzyklus, ja? So, die Karte sagt, denk mal drüber nach, lass die Worte auf dich wirken. Wer bist du wirklich? Versuchst du ein Bild von dir aufrecht zu erhalten, damit du Anerkennung erntest? Oder gelingt es dir, so zu sein, wie du tatsächlich bist? Hinterfrage unter diesem Aspekt vor allem deine aktuelle berufliche Aktivität oder auch dein Liebesleben. Es geht darum, nach außen hin zu glänzen. Es geht aber sehr wohl darum, von innen heraus zu strahlen, so wie es diese Karte zeigt. Also von innen heraus hier zu strahlen, ja? Diese Karte deutet ein Umdenken an. Es macht im Moment wenig Sinn, mit großer Macht auch wenig Sinn an einem Ziel, das du dir selbst gesteckt hast, festzuhalten. Vielmehr geht es nun darum, einfach zu sein. Denn dann werden sich dir neue Wege eröffnen, die du wie ein Pionier mit offenen,
Geist wagen solltest. Also das ist ein wunderbarer Einstieg, um wirklich darüber nachzudenken. So, wenn du bereit bist, dann beginne ich hier mit den Karten Folge deiner Intuition. Und das ist hier auch die Mondbotschaften der Seele. Und hier sind drei Karten gekommen und das ist schon sehr passend. Mond Steinbock, also Zuverlässigkeit. So, wir machen das anders. Die Zuverlässigkeit. Die Karte ist zu dünn. Die fällt leider um. So, dann kommt Mond im Jungfrau, also nochmal ein Erdzeichen. So. Und einmal der Mondpriester, Hingabekraft. So, und dazu würde ich gerne die Bedeutung aus dem Buch vorlesen. Also Zuverlässigkeit, ich gehe sicher und stabil meinen einzigartigen Weg. Also du wirst auch wirklich hier, Moment, du wirst auch hier aufgefordert, also wirklich in die Erdung zu gehen. Mond im Steinbock, ja. Dass du dich gut erdest, dadurch erlangst du auch viel mehr Sicherheit, ja. Also, Botschaft der Karte, der Mond beleuchtet den Steinbock und gibt damit den Blick frei auf selbstgesteckte Grenzen, Glaubenssätze, Kollektivkräfte, innere und äußere Ringe der Energie. Du kannst deine Lebensziele verwirklichen, habe Geduld, bewahre das rechte Maß und beachte die alten konservativen Strömungen, die in das Neue hineinwirken. Die Seele entwickelt daraus einen Tanz, vor und zurück, in die Mitte und wieder nach außen, wenn du lernst, den Tanz der Seele und des Lebens zu erkennen, kannst du in diese Begegnungen mit Ausdauer, Fleiß, Konzentration und Disziplin das Gold deines Lebens bergen. Halte weder fest an Siegen noch an Verlusten. Wenn wir auf dem Berg sind, geht es wieder hinab. Der Steinbock verleiht dir den Langmut, die Geduld und die Güte, den Weg und die Bewegung zu erkennen, die im jeweiligen Schritt dran sind. Lerne die Regeln, bevor du sie brichst. Also, Element Erde, Gesetz, Ordnung, Ausdauer, Güte, Seelenbegegnung, Langmut, Geduld und Grundlagen. Und dann kommt nochmal der Mond im Jungfrau und das ist nochmal ein Erdelement. Und dazu auch nochmal die Bedeutung. Kläre deine Energie. Und ich habe wirklich intuitiv diesen Spray hier von Ingrid Auer, energetische Reinigung, mitgebracht. Und ich habe die Karten nicht gesehen, ob ihr das glaubt oder nicht. Neuordnung. Also Botschaft der Karte. Der Mond beleuchtet die Jungfrau. Es wird Zeit, nach Hause zu kommen und dein Leben zu ordnen. Ziehe Bilanz und bringe dich in eine neue Ausrichtung. Löse dich von Schuhen, die dir zu klein geworden sind. Schaffe Platz für das Neue und gleiche dich mit deinem Feld ab. Was möchte ab jetzt gelegt werden? Was sollte beendet und geklärt werden? Wo braucht es eine Neuausrichtung?
Bin ich auf den richtigen Kurs oder sollte ich meinen Kurs korrigieren? Nimm dir Zeit, tief in dich hinein zu lauschen. Oft sind wir so im Außen und im Kopf, dass wir das, was wesentlich für unser Leben ist, vergessen. Entrümple, miste aus und bringe Angelegenheiten in deinem Leben in Ordnung, im Gleichgewicht und in kosmischen Ordnung mit deiner Seele entsteht ein schöner Lebensfluss. Also Element Erde, entrümpeln, ordnen, sortieren, die Energiefelder klären, reinigen, Bilanz ziehen, räuchern, aufräumen, putzen. Also jetzt besonders morgen, also zum Vollmond, also besonders morgen. Und das zieht sich ja auch jetzt über ein paar Tage, also in diesem kommenden Mondzyklus, also in dem abnehmenden Mondzyklus jetzt. Und da kommt nochmal der Mondpriester. Und was will der Mondpriester uns sagen? Moment. Also, der Mondpriester ist die Hingabekraft. Ich öffne die weibliche Seite im Männlichen. Der Mondpriester erscheint mir in der Gestalt eines Hirsches oder in einem Hirschgewand, was etwas gelöst, geläutert und gereinigt werden darf. Er weiht dich in der Innenwelt deine Seele ein und verbindet dich mit den sanften, empfänglichen kosmischen Kraft und dem richtigen Zeitpunkt. Mit seiner Sichel löst er die Stränge, die Fehler, die uns aus unseren Schatten binden und an die Fehler andere. Dadurch befreit er das Potenzial und die sanfte und zarte Leuchtkraft im Menschen und bringt die Energien zurück in den Fluss. Er arbeitet mit sanften Heilmethoden wie Akupressur, Klopftechniken, Hypnose, Clearing, Kräuter, Bachblüten, Nahrung als Medizin, Symbole und Ähnliches. Achte auf die Symbole, die dir heute auf deinen Weg begegnen. Sie geben dir Rat und Antwort. Und ich habe jetzt wirklich Gänsehaut, weil das hier so stimmig ist. Also, es kann hier um eine Ernährungsumstellung, Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter, sanfte Medizin, Seelenmedizin, Sichel zum Schneiden und Durchtrennen, Hypnose, Lösung von Blockaden gehen. Also jetzt in diesem Mondzyklus, ja wunderbar, darum geht es hier. Jetzt schauen wir nochmal die kommenden Karten noch, was die Mythos und Kraft der Drachen für uns mitteilen möchten. Also es geht hier in erster Linie geht hier um unsere Empfindungen, es geht hier um Klarsehen und was wir empfinden und sehen, auch zu erforschen. Und dazu auch die Bedeutung nochmal aus dem Buch, ja? Deinen Geist spreche ich an, jedoch in völlig ungewohnter Weise. Es zählt nicht das, was du denkst, es zählt keineswegs das, was du zu wissen glaubst, sondern tauche viel mehr ein in das viel weitere, lebendig fließende Gewebe der Weltenseele und empfinde das, was du siehst,
Fühle mit deinem Verstand, wie du mit deinem Verstand fühlen kannst, indem du dich auf die Schwingungen und Vibrationen konzentrierst, die dich umgeben. Ordne das, was du wahrnimmst, nicht ein, sondern empfinde ohne jegliche Wertung, was es in dir auslöst und bewirkt. Und die Karte 14, also es geht hier wirklich darum, dass du auch fühlst mit deinem Verstand. Wie kann man mit dem Verstand fühlen, indem du dich konzentrierst, was dich alles umgibt und dass du alles neu ordnest und neu wahrnimmst, ohne jegliche Wertung, dass du das so in dir aufnimmst, also dass du in die Achtsamkeit auch gehst, ja? Das ist das Sehen. Ja, die Botschaft hier für die Karte: nur mit einem offenen Geist kannst du tatsächlich sehen. Ein verschlossener Geist glaubt, jene Bilder, die er sieht, zu kennen. Doch gerade durch diese angebliche Wissen hat er den Zugang zu den Wundern des Lebens verloren. Ein lebendiger Geist hingegen lässt sich überraschen und begeistern, auch wenn er ein und denselben Baum bereits tausendmal erblickt hat, sieht er ihn an wie bei dem ersten Mal. So offenbart sich ihm die Schönheit des Lebens. Also es geht wirklich hier darum, dass du offen bist, dass dein Geist offen ist und dass du nicht so routinemäßig und verschlossen alle Bilder so, ja, einfach nur siehst und ja, zum nächsten Bild übergehst. Es geht hier darum, wirklich bewusst manche Dinge zu erkennen und wirklich diesen Zugang zu den Wundern des Lebens auch wieder findest, ja, dass du wirklich dein Geist in ihre Lebendigkeit entfalten lässt und dass du dich auch an manchen Dingen, die du siehst, wirklich so in ihrem Sein, wie sie sind, erkennst, in ihre wahre Schönheit, dass du achtsam bist, dass du offen bist. Darum geht es, dass du nicht nur funktionierst, sondern auch fühlst und hinschaust, wirklich hinschaust. Also in diesem kommenden Mondzyklus. Und da kommt nochmal das Forschen. Was will die Karte jetzt uns noch mitteilen? So. Tauche tief ein und erforsche von allem jene Herausforderungen, welche das Leben gerade an dich stellt. Gerade dann, wenn Probleme in deinem Leben auftauchen, versuche nicht, diese zu vermeiden. Gehe ihnen vielmehr auf den Grund. Die Kunst des erfolgreichen Erforschens, also Forschers, besteht allerdings darin, um eine Problemstellung bis auf den Grund hinabzutauchen, ohne sich selbst darin persönlich zu verstricken. Nimm das, was dein Leben von dir gerade fordert, keinenfalls persönlich, auch wenn es scheinbar um dich persönlich geht. Diese Paradoxen gilt es zu lösen. Tauche ein, halte dich gleichzeitig heraus und genieße das, was du dabei erlebst. Also es geht hier wirklich darum, dass du dich stellst. Also wenn ein Problem in deinem Leben auftaucht, dass du dich stellst und nicht davon rennst und also wirklich auf den Grund gehst, ja, und erforschst. Ja,
Woher kommt dieses Problem, ohne dass du es persönlich nimmst und dich darin verlierst und verstrickst? Also es geht wirklich darum, dass du das löst einfach. Dass du es nicht persönlich nimmst, sondern als Außenstehende objektiv dieses Problem anschaust und löst. So, jetzt schauen wir nochmal, was die Mondkarten sagen. Es geht hier um Vollendung. Es möchte ja ein Prozess endlich vollendet werden. Es geht hier auch um deine Wahrnehmung in diesem Mondzyklus, dass du auch wirklich gewisse Dinge erkennst oder die Dinge, die du wahrnimmst, ja, klar und deutlich dann auch erkennst, ja. Und dass du deine Intuition viel mehr vertraust, viel mehr entfaltest in diesem kommenden Mondzyklus, dann kannst du auch wunderbar manifestieren. Also das heißt ohnehin, der Steinbock bringt ja diese Erdenergie mit, erde dich, damit du auch manche Dinge halt in deinem Leben jetzt in diesem kommenden Mondzyklus, in diesem abnehmenden Mondzyklus auch umsetzen kannst. Und Manifestation und Sprache. Achte auf deine Sprache, was du aussprichst, weil die Manifestationskraft in der Zeit nimmt ja jetzt zu. Ja, kannst ja wunderbar alles umsetzen. Und was du aussprichst besonders, ja, dass du bedenkst, was sprichst du denn aus? Das wird sich dann halt manifestieren. Wähle deine Worte sehr behutsam. Und ich habe einen neuen Kartendeck bestellt, also ganz intuitiv. Und dazu habe ich hier eine Karte gezogen. Also es geht hier um Transformation, Göttin der Transformation. Hier Sidirona. Also erkenne mit Hilfe dieses Symbols, mit welchen Themen du in Resonanz gehst, beziehungsweise welche sich für dich unangenehm anfühlen. Also ich lese dir sehr klein geschrieben. Ich halte dir hier diesen Symbol in der Kamera, dass du diesen Symbol also lang genug anschauen kannst. Erkenne mit Hilfe dieses Symbols, mit welchen Themen du in Resonanz gehst, beziehungsweise welche sich für dich unangenehm anfühlen. Schwingungserhöhung. DNA-Aktivierung. Hier, schau mal hier. DNA-Aktivierung. Ja. Transformationsprozess. Bewusstseinsanhebung. Weiterentwicklung. Ego-Integration. Also Ego-Integration. Medialität, aber auch Rückschritt, Vorsicht, Bequemlichkeit, Täuschung, Fehleinschätzung, Egoismus, nicht hier sein wollen. Es kann auch sein, dass hier und da dich jetzt ein Wort angesprochen hat und du diese Eigenschaft oder diese Gedanke loslassen möchtest. Falls du an meinem Mondritual, Vollmondritual teilnehmen möchtest, es wird sehr intensiv. Also wie jetzt von vornherein schon erklärt, du kannst dich sehr gerne bis morgen 20 Uhr über meine Homepage info@reka-bergheim.de anmelden oder E-Mail oder schau einfach an meine Homepage vorbei, ist auch ganz neu bearbeitet. Ich habe allerdings noch ein paar
Kleinigkeiten entdeckt, die noch geändert werden sollten. Da steht auch bereits mein Shop mit energetischen Angeboten schon bereit. Also kannst du gerne vorbeischauen unter www.reka-bergheim.de findest du mich. So, ich habe noch eine einzige Karte hier gezogen. Also diese Kartendeck hat mich sehr angesprochen, weil das wunderschön, ich habe ja die Amos Botschaften und das so schön auch im Herzform also entworfen ist und habe ich mir bestellt. Also ich konnte mir überhaupt nichts vorstellen, was das von Karten sind, weil ich sie einfach nicht kannte. Und jetzt habe ich hier für euch eine Karte gezogen als abrundende Botschaft hier für diesen Mondzyklus. Und da kommt die Ursprung. Ich empfange schöpferische Impulse. Und ich finde, das ist mehr wie passend für diese Legung. Also Ursprung, ich empfange schöpferische Impulse. Und wie du das auch hier siehst, hier kommt wunderschön, strahlt das Licht aus dem Himmel heraus. So, das war die Botschaft für den kommenden Mondzyklus. Also ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Du konntest dich hier wiederfinden in einem oder den anderen Fall. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du mein Video likest, wenn du mein Video teilst, damit das auch viele, viele andere Menschen erreicht. Vielleicht auch deine Freunde oder Bekannten, die auch so eine Legung oder Begleitung gerade brauchen. Und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du kein Angebot oder kein spontanes Video mehr von mir. So, ich sende dir ganz viel Licht und Liebe aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.